Hallo Leute, und willkommen zur fünften Folge, glaube ich, von Ja, soll ich Let's auch Play hören. Tag It Light Together. Mit Genau. Patrick und. Mit Juri. Ja. Oh. Muss man ja auch dazu erwähnen, du bist ja auch da. Ja, das ist wahr. Aber ich wette, was die Ersten, wenn sich in der ersten Folge schon fragen, wer ist das, mit dem du da aufnimmst, weil sie ja nicht Marc oder Leo. Da habt ihr Ja, auf jeden Fall es. dann Ja. sicherlich recht. Also, allein da habt ihr schon mal 1 Million Euro gewonnen. Nee, ich habe nicht mal so viel, also von denen her könnt ihr es schon mal abschminken. Ich würde niemals Millionen Euro wegen so einer leichten Frage verschleudern. Ich glaube, dann weine ich eher nur mehr mein Leben lang. Also falls, ich weiß, dass das irgendwie nie sein wird, aber falls mal das sein könnte, dass ich auf YouTube großen Erfolg habe. Also was heißt so um die Ja, 300.000 Abonnenten oder so? da stellt sich aber wieder die Frage. Dann würde ich zwar schon Geld nehmen, annehmen. Sagen Aber wir es mal so. nur von den Videos her, nicht von irgendwelchen Zuschauern. Oder? Oder willst du ein Spendenkonto einrichten? Keine Ahnung. Wer weiß, wer Also, weiß. falls ich mal ein großer YouTuber sein würde, was ich eher nicht so glaube, ja. Ja, Ich ich auch meine, die nicht. Chance ist vielleicht da, ne? Man weiß es ja nie. Ja. Dann würde ich von niemandem Geld irgendwie verlangen oder sagen, ja, okay, ihr könnt spenden, wenn ihr wollt, weil ich will niemandem das Geld wegnehmen, ganz ehrlich. Ich meine, man kann sich so auch, sage ich mal, Geld verdienen. Ja, das ist wahr. Aber wenn wir schon bei großen YouTubern sind, die Frage stellt sich aber da, ab wann sagst du, okay, du bist jetzt ein großer YouTuber oder zumindest ein sehr bekannter? Ich, meiner Meinung nach, würde mir so sagen, für den Anfang würde ich mir sagen, dass ich bei so großer YouTuber bei schon 80.000 würde ich sagen, wäre ich schon Okay. recht zufrieden. Okay. Also ich habe mir mal so gesetzt, wenn ich so 1000, 2000 habe, dann läuft's erstmal. Ja, das ja sicherlich für den Das ist auf jeden Anfang Fall. übelst geil. Nachher, wenn ich jetzt wirklich, sagen wir, wenn ich Geld beantragen würde, also beantragen würde, dann schon erst bei über 100.000 Abonnenten. Weil unten, also drunter hat schon irgendwie keinen Wert, finde ich. Weil nicht alle Abonnenten schauen ihre Videos. Das heißt, wenn man jetzt 300.000 Abonnenten hat, Mir ist hat man es mir auf ist es ein jetzt Video vielleicht 80.000 oder so. also mir ist es jetzt stark aufgefallen, weil ich habe jetzt einmal mehrere Videos auf einmal hochgeladen und nach ein paar Tagen, nachdem circa 3 oder 4 Videos sind hochgeladen worden, da habe ich mal geguckt. Also die letzten 4 Videos 0 Aufrufe die ganze Zeit und ich dachte mir, hä, die sind doch schon längere Tage schon online. Und jetzt erst habe ich heute mal nachgeguckt und jetzt sind erst wieder ein paar Zahlen dran. Ja. Keine Ahnung. Also es gibt Tage, da gucken sie einfach mal gar nichts. Dann musst du wieder ein paar Tage warten und dann siehst du erst mal, ah, okay, jetzt wird's wieder geguckt. Also echt witzig. Echt witzig. Also. Ah, kommt halt vor. Und vor allem, wir machen ja keine schlechten Videos, zumindest ich nicht. Also ich habe noch Ja, nicht. ja. Also ich habe jetzt nicht wirklich so viele Videos bei dir jetzt geguckt, aber Nee, ich hatte mal. ich Ja, muss sagen, ich hatte ja am Anfang. Also nicht am ich Anfang, muss aber. sagen, wenn man die Videoqualität bzw. generell Let's Play-Videos jetzt so bewertet von großen YouTubern und von mir, da ist eigentlich kaum ein großer Unterschied. Was ist bei den großen YouTubern anders als wie bei mir? Also Ja, es war nur halt. Keine Ahnung, ich ich meine, weiß auch nicht. Audioqualität ist in Ordnung bis ganz gut Ja, eigentlich. finde ich auch bei Und dir. ich kann auch nicht sagen, dass irgendwie das Videomaterial, ob das jetzt auch irgendwie ein bisschen schlecht ist, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also Ich weiß jetzt nicht, wie es sich bei mir anhört auf Skype, ob es rauscht oder nicht.
Also ich höre es ein Kann ich jetzt bisschen. nicht so sagen? Also ich höre es ein bisschen, aber es ist ganz schlimm, wenn du mal Ja. nicht redest. So wie Hört früher, man vorher. auch in der Aufnahme. Ich muss das Nur erstmal halt gucken. Ich muss jetzt, schauen, ob jetzt. das. Jetzt nehme ich ja meine Stimme Also mit für alle, die Audacity jetzt. auf. Also Und für ja. alle, die jetzt sagen, ja, wieso rauscht das jetzt in diesem Projekt so? Das liegt nicht an mir. Ganz ehrlich, das liegt nicht an mir. Nicht. Also nicht sagen, ja, du machst scheiß Audio-Quali oder so. Aber das ist nicht mal mein PC, ne? Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also bei mir rauscht es überhaupt nicht. Ja, ich habe meinen Laptop dastehen, aber der ist wirklich lautlos. Den hört man nicht. Das kann nicht mein Laptop sein. Wahrscheinlich Ich passen ein weiß paar nicht, was ist. Einstellungen nicht. Aber obwohl, ich muss auch sagen, bei meinem Headset habe ich eigentlich gar nichts verändert. Vielleicht die Mikrofon-Lautstärke, ja. Dass es ein bisschen lauter Ja, ist. ich auch. Ja. Weil ich rede ja auch nicht laut, sondern eher so ein bisschen leiser. Und wenn du da halt Standardeinstellungen hast, dann hörst du es auch ein bisschen leiser. Und darum habe ich bei mir ein bisschen höher. Aber ich kann nicht sagen, dass es irgendwie. Ich habe einen Sandtempel Es kann gefunden. aber auch sein, dass es vom Mikro her abhängt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ja, also mein Headset, ich behaupte schon, dass es da herkommt. Bin mir Also nicht ich habe ja sicher. auch ein Headset. Ich habe ja auch kein Standmikrofon. Und ich bin eigentlich voll zufrieden damit. Ja, ich habe einen Tempel gefunden. Ein Sandtempel. Und das war gar nicht mal so toll. Okay. Gerade hat Minecraft von mir einen komischen Fehler gehabt. Hä? Okay. Ist das jetzt schon wieder so? Nö, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einbilde. Shiny Ingot, was macht man damit? Keine Ahnung. Hast du gefunden? Ja. Weißt du, wie Und selten das ist? Das eine Page. ist auch extrem selten. Oh, ich habe Bronze-Boots für dich. Ich habe das schon. Und Emeralds. Super. Und eine Bronze-Pickaxe. Und Gold. Und ein Dia und noch eine Page. Normalerweise, wenn man jetzt so ein Video von mir sieht, man würde das, zuerst denken, okay, der hat sicher über tausende von Abos. Nee, ist anscheinend nicht so. Ich weiß auch nicht, warum das irgendwie nicht so läuft. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, mit der Zeit wird es immer mehr und irgendwann sprechen nur mehr ein bisschen so über mich und so, ne? Also, es ist wirklich ein Wahnsinn. Ich meine, okay, gut, am Anfang hatte ich auch eine schlechte Mikroqualität, weil ich da mit einem Mikro von meinem Laptop aufgenommen habe, von der Webcam. Oh, nee, das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich gemacht. Deswegen war die Mikroqualität so. Es war nicht rauschend, aber es war so. Ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben? Es war nicht so. Einfach Es war scheiße. nicht so sanft. Es war so, ja, keine Ahnung. Mehr Roboterstimme. Ja. Aber es hat da aber auch nicht so Das. wirklich gerauscht. Höchstens, dass man vielleicht mal Ui. den Lüfter vom Laptop mal gehört hat oder so. Das Vibrieren oder so, keine Ahnung. Aber okay. Gut, mit der Zeit wird man halt immer wie besser und so. Man lernt daraus und ja. Ich merke gerade, ich laufe in die falsche Richtung. Und noch keiner weiß, was ich für ein Headset habe. Zumindest habe ich es, glaube ich, noch nie erzählt. Ich habe, was habe ich hier? Gamecom-Headset. Echt? Gamecom-Headset. Ja. Okay. Ich habe das Logitech, Moment. Ich habe, glaube ich, das H340, heißt das, glaube ich? H340, glaube ich, ist das. Ja, ist ein. Oha, ich habe ein überfettes Dorf gefunden. Ja, krass. Also meins ist auf jeden Fall mit USB. Ja, meins auch. Zuerst dachte ich, Nee, nee, okay. meins auch. Meins nicht, meins nicht. Meins ist mit zwei Anschlüssen. Achso, ja, mit Mikrofon und Kopfhöreranschluss. Ja. Ja, ich dachte mir auch zuerst, nimmst du eher als erstes mal mit den zwei Anschlüssen, also mit Mikrofon und Kopfhöreranschluss, aber ich dachte mir, nee, ich probiere es mal mit USB und so, mal gucken, ob das viel besser ist. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Also, keine Ahnung, also, ich würde nicht sagen, dass ich irgendwann mal wechsle, weil ich merke da irgendwie kein Problem davon. Also kann ich nur empfehlen für alle, die auch so Let's Plays machen wollen. Ist auf jeden Fall ein Oh, Eisen gutes Schmiede. Headset um die circa 30 Euro. Iron Boots. Warte, ich finde hier übelst geile Sachen. Und ich laufe auch nur mehr herum. Ich mache einfach gar nichts mehr.
weiß Alter, es. ich hab 4 Obsidian gefunden. Okay. Da ist ein Hühnchen. Ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Schön, ich habe auch nur mehr 2 Slots frei. Ich hab übelst viele Karotten. Wenn du welche brauchst, ich hab welche. Das Dorf, das hat einfach so viele Felder. Und ja, auf jeden Fall, es läuft einfach. Was hast du? Hast du Gaming-Tastatur und Gaming-Maus? Nimm mal so nebenbei. Ganz ehrlich, überhaupt nicht. Es ist so eine Sache, ich bin zwar ein Gamer, ich spiele sehr oft, muss ich zugeben. Es macht auch ziemlich Spaß, aber ich habe keine Gaming-Maus und Tastatur. Ich muss mal so sagen, ich habe eine Tastatur, die ist mit einem PS2-Anschluss, also richtig alte Tastatur, die auch ziemlich laut ist. Vielleicht hört man es manchmal, aber ich glaube eher nicht. Schreib mal einfach so. Warte, ich schreibe mal was. Schreib. Das ist, wenn Ja. ich normal schreibe. Hört man ja ein bisschen. Aber nur ein bisschen, aber es ist nicht so, dass man durchdreht. Weil es gibt wirklich Tastaturen, die hörst du so Ja, extremst. die Boah. Gaming-Tastaturen von mit Cherry X Anschlüssen, also wie soll ich das sagen? Ja, mit Und Cherry Dingens. ich habe eine alte USB-Maus. Also von denen her. Nein, ich habe keine Gaming-Sachen. Ja, ich habe mir alles neu gekauft, aber wirklich alles. Solange Also. es noch funktioniert und keine Probleme beim Spielen halt ist, sollte man es noch nutzen, ne? Ich habe alles von Logitech. Also, ich habe ein Budget bekommen von Ich meinen habe Eltern. mir auch eine Maus und Tastatur so einmal gekauft, einmal vor circa 1 oder 2 Jahren. Und zwar ist es ein, ich habe eine Logitech-Maus gekauft, mit so ausfahrbarem USB-Kabel halt und eine Microsoft-Tastatur. Die Namen davon, boah, warte mal, die Tastatur war, glaube ich, die Microsoft, boah, wie hieß die nochmal? Die hat so einen langen Namen. Multimedia Keyboard oder so, irgendwas 3000 so. Vielleicht erwähne ich das irgendwann mal, wenn ich genau weiß, wie es heißt. Und die Maus, die habe ich jetzt immer hier so liegen, da könnte ich vielleicht drauf gucken. Das ist die M125 in weiß-grau. So. Weil bei der Tastatur ist der Sticker hinten nicht mehr dran. Sonst hätte ich da auch noch gucken können. Ja, ich habe ein Budget bekommen von meinen Eltern, wo ich mir alles kaufen wollte, also kaufen konnte, was ich wollte halt. Und ich habe dann so geguckt, was ich kaufen wollte zuerst, aber dafür hat es nicht gereicht und so. Deswegen habe ich mir einfach gesagt, oh komm, kaufe ich mir alles aus für Gaming-Sachen und so. Habe mir dann wirklich alles von Logitech gekauft. Das heißt, die Maus ist Logitech. Ich habe ja auch Lautsprecher von Logitech. Die sind auch ziemlich gut. 64 Watt hat das Teil. Ist zwar vielleicht nicht das Beste, weil es gibt ja über 100 Watt und so, ne? Aber ich muss schon sagen, da klang die schon richtig gut. Ich habe meine Maus, wie das ist eine. Ich bin ja Linkshänder, das. Oh, ich bin der Rechtshänder. Ja, und meine Maus, ich bräuchte dann so eine Also hast du die Maus auch Maus. auf der linken Seite oder wie? Oder spielst du auch in der rechten Ja, Seite? auf links. Auf Und links, dafür habe okay. ich mir eine Logitech-Maus gekauft, also eine Gaming-Logitech-Maus, aber eine für Links- und Rechtshänder. Das heißt, sie ist symmetrisch. Ah, okay. Und die Ich weiß finde ich nicht, übelst geil. Das ist die ich komme mit links überhaupt nicht. G300. Okay. Weil ich komme mit links überhaupt nicht klar. Weißt du, irgendwie passt die Position auf links, die Maus, irgendwie überhaupt nicht. Zumindest ich kann es mir sowas nicht vorstellen. Wenn die Ja, dasselbe für Maus. mich mit rechts. Gell? Weil ich habe schon viele YouTube-Videos gesehen, die Linkshänder sind und die haben einfach die Maus links daneben. Und das sieht irgendwie so komisch aus. Ich weiß nicht, ich kann sowas überhaupt nicht. Nee, es geht einfach nicht. Ich kann mir sowas nicht angucken, ganz ehrlich. Ja. Also, es sieht so ungewohnt aus. Also von dem her, Ja. ich bin froh, dass Also. ich Rechtshänder bin. Ja, was kann ich zusammen zu meinen Gaming-Sachen sagen? Gaming-Maus, die heißt Logi G300. Und die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Makro-Tasten. Ja. Ich habe überhaupt keine. Mit Beleuchtung und so. Und dann habe ich noch. Ich weiß
Ich habe sogar ein Gaming-Mauspad. Ich habe ein Mousepad von Etnet. Kennst du das? Nein. Das ist eine Marke, die macht so USB-Verteiler und so weiter und so fort. Von der Marke habe ich schon ein paar Sachen gekauft und davon habe ich jetzt so ein blaues Mousepad jetzt vor kurzem mal gekauft und ich bin zufrieden damit. Ja, ich habe auch ein von Es Logitech ist ein. zwar aus Stoff, aber okay, es ist Ja, man sieht auch trotzdem aus sehr cool. Stoff. Weil es gibt ja Aus auch mit so, Stoff. weiß nicht, so aus Eine raue Oberfläche. Gummi oder aus Plastik, so dass es so dahin rutscht, ne? Also. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Aber ich wollte. Ja, das Mousepad ist das. Die Logitech G240, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Und Okay. das war, ich glaube, 40 Euro. Ja, schon teuer, aber naja. Budget hat gereicht. Und dann auch meine Tastatur, die wirklich geil ist. Das ist die Logitech G510S. Finde ich übelst geil. In Schwarz, 18 Makrotasten Boah. und Control Panel oben Also mit WASD. Ja, sprich. meine Microsoft-Tastatur, ne? Die ist ja so eine Multimedia, das heißt, du kannst ja Musik und das alles auch umstellen. Und ich habe auch fünf Tasten, die kannst du beliebig einstellen, ob du jetzt ein Programm öffnest oder so irgendwas, ne? Davon habe ich auch so fünf Stück. Ja. Aber benutzen tue ich die eigentlich ziemlich nie. Also. Ich Ja. weiß nicht, ich benutze sowas eigentlich nicht. Was kann ich noch sagen? Ja, geh. Ich hab's zwar schon mal getestet und so, mal angemacht, aber dann nie wieder. Braucht es einfach nicht. Ja. So. Meine Tastatur, was hat die noch? Die hat Multicolor und so Beleuchtung. Meine ist nicht beleuchtet. Ja. Ist ja auch keine Also, Gaming-Tastatur. wie viel? Ich glaube, die hat über 20 Farben. Das ist Und ordentlich. ja, das ist schon geil, aber Es gibt eine Tastatur, die, da kannst du wirklich jede Taste eine eigene Farbe machen. ja, Das ist also richtig krass. ich habe drei Tasten extra für die Beleuchtung. Also ich kann drei Farben auf ein Profil setzen. Das heißt, also ich habe auf dem ersten rot, dann blau und dann grün. Aber ich benutze jetzt blau, nur mal zur Info. Das interessiert aber keiner. Und dann, was habe ich Blau noch? ist einfach Beste. Ja, Sonst hätte dann ich mir habe auch eine ich. andere Farbe vom Mauspad geholt, aber Blau ist ja auch meine Lieblingsfarbe und von den her, ne? Muss es ja Ja, sein. und was habe ich noch? Ich habe, ja, WASD-Tasten. Also alle Tasten sind schwarz, außer die WASD-Tasten sind grau und die Pfeiltasten sind auch grau. Was ich geil finde, für Gaming halt gedacht. Nicht schlecht. Ja, nee, wirklich nicht schlecht. Ich mag die wirklich. Die hat mir 120 gekostet. Oder Das 100, ist ja. mal eine Ansage, ja. Das ist wirklich viel. Aber naja. Ich glaube, ich bin viel zu geizig, so viel überhaupt für, weiß ich nicht, was auszugeben. Aber okay. Geizig muss man ja sein. Obwohl, circa so viel hat mein Arbeitsspeicher gekostet. Weil ich habe von Kingston mit Kühlung. Und ja. Also ich habe von Kingston HyperX in Blau. Es gibt aber zwei Varianten. Eine, wo hinten so ein bisschen so eine Einkerbung ist. Aber ich habe eine, die ist so gerade oben. Aber ich glaube, eine hat so um die 80 Euro gekostet, ein so ein Riegel. Und ich habe zwei davon. Aber dafür habe ich jetzt 16 GB, ne? Also von denen her. Es reicht, glaube ich, auch. Ich meine, Ja. ich könnte ja noch zwei einbauen, ne? Dann hätte ich 32, aber das wäre ein bisschen zu übertrieben. Oder was sagst du? Ja, kann man so sagen. Weil unter 8 GB oder 12 GB will ich nicht mehr wirklich so einen PC verwenden. Ich weiß nicht. Unter 12 GB ist viel zu wenig für mich eigentlich. Muss ich sagen. Weil ich muss ja auch meinen Laptop von 4 GB auf 12 GB aufrüsten. Weil das Renderprogramm schon fast 4 GB gebraucht hat. Ja. Das war übelst krass. Und ja.
Seitdem. Oh, jetzt regnet's. Ich hasse es. Wo in Minecraft? Ja, ich bin gerade draußen. Ne, ich bin in der Wüste. Ja, ne, bei mir regnet es nicht wirklich hier draußen. Das ist übelst krass. Also, es schifft wirklich rein. So, erstmal in die Gerade. gute Stube rein. Ah, jetzt regnet es auch. Nein, ich bin in der Wüste bleiben, dann regnet es nicht. Ist wirklich jeder einzelne Block, der Alter, ist krass ist, da regnet es. Ach, man kann ja die Sounds nicht fürs Wetter umstellen. Ha, das ist ja geil. Man muss ja alles auf einmal so umstellen. Es geht ja nicht anders. Leider. So, jetzt habe ich auch voll verpeilt, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Ja, 20 Minuten. Ja, würde ich sagen, das passt ja. Oder was sagst du? Ja, das passt wirklich. Und für alle Leute, Ich will. wir haben es immer noch Samstag, das heißt, es ist noch der Tag, wo man das Projekt angefangen haben. Und ja, ich habe sicherlich jetzt dann nachher Stress, wenn wir dann aufhören zum Aufnehmen. Denn morgen am Sonntag muss ja schon das erste Teil ja schon hochgeladen sein. Ja, und ich hoffe, wie viele Folgen sind das jetzt? Fünf, gell? Ich glaube, das ist jetzt schon die fünfte. Am Anfang habe ich auch mitgezählt, aber irgendwann verlierst du irgendwann mal die Orientierung. Also Aber ich glaube, das wirklich. ist die fünfte Folge. Ich bin mir nicht sicher. Oh, mit Es hat Gewitter. geblitzt. Mit Gewitter, das hasse ich. Aber du hast es ja, glaube ich, schon ausgestellt, ne? Nein. Im Chat. Doch, Server. Niederschlag umgestellt. Ja, das steht gar nicht da bei mir. Bei mir schon, also. Für alle Leute, ihr könnt es jetzt selber lesen. Ja, bei mir gar nicht. Bei mir ist es da. Ich könnte. LOL, irgendwo hat's eingeschlagen. Hast du es gehört? Nein, 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 habe ich nicht. Ich habe Finn. so, ich also ich kann meine Sounds nicht anmachen hier, weil ich habe so das kleine Problem in keine Ahnung warum, ich weiß nicht, was falsch gelaufen ist bei den Auf jeden Einstellungen, aber Fall. naja, ich kann Auf jeden Fall nicht. habe ich einen Einschlag gehört. Aber egal. Okay, wir beenden erstmal die Folge, bevor wir getötet werden von einem Blitz. Obwohl, das geht ja nicht. Man verliert nur ein paar Herzen. Oder Ja, nur ich eins. will dir noch was geben. Das Ja. hier und Du bist voll in der Wand drin. sorry. Das sieht Und richtig das geil aus. hier. Bronze. Das hier brauche ich auch nicht, ich weiß nicht, was es Oh ist. ja. Und ich bin voll. Sowas liebe ich. Ich bin wie Schaffel. Einfach immer voll sein. Und ich find's auch jetzt richtig geil, dass Leo wieder da ist. Und ich hoffe, dass Tech Town auch weitergeht. Weil das war ziemlich das geile Projekt. So, fuck, ich vergesse es immer wieder. Musst es aber auch jedes Mal machen. Zack, dann kommt so ein Schlag mit diesem Ding und dann. So. Ich denke, wir machen jetzt mal Cut, bevor wir uns noch alle umbringen und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao.